Lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. Caesar's letter look different. If I can find them all. Hallo. So, wir haben jetzt hier ein paar Buchstaben uns aufgeschrieben, damit wir vielleicht dieses Dingens lösen können. Die Scheibe hier. Vielleicht wird die uns noch einige gute Dienste leisten. Und stellt sich mir die Frage, achso, warte mal. Wir hatten doch eigentlich auch noch ein Testbeispiel gehabt, wenn wir dieses Ding mal rotieren. Da war als Beispiel J gleich C. Das heißt, der äußere Ring ist das, was wir so kennen an unserer normalen Sprache. Und genau, das äußere ist das, was wir kennen an unserer normalen Sprache. Genau, das heißt, jetzt nehmen wir mal die Gegenstände, die Scheibe. Und das erste wäre M. Oben in dieser Dingsbein. Wir mal. Wo ist denn hier M? Mama. Wieso ist, wofür ist da? Ach, guck mal hier, da. Ich sehe schon gerade. Muss das Ding. So. Jetzt. Aber wie ist das hier denn? Das kannst du hier gar nicht drehen, ne? Dann hast du hier ein Zwischending oder was? Wie albern ist das denn nochmal? If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be. Ich hab da gerade nicht zugehört, was er gesagt hat. Warum muss das denn so kommen? Warte mal, oder? Noch eine Idee? Der Scheibe. First, I'll put the letter J over C, then I should be able to decipher the others. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Genau, das ist denn der Anfang, oder was, ne? Wenn man dann hier. J, wo ist das J? Aber wie kann ich denn die in Scheibe drehen? Nee, kann ich nicht, ne? Ah, so, guck mal. Genau, J gleich C. Und dann haben wir den richtigen, haben wir die geeicht in dem Sinne. Hier, das wäre doch hier. Genau, und jetzt haben wir unseren Buchstaben M. Wäre dann hier gleich F. War da irgendwie schon irgendwie eingegeben, ne? Runter. Dann haben wir, was habe ich noch? H. H ist gleich A. Hoffentlich liege ich da auch richtig, ne? Ansonsten bin ich so dumm dazu. Ich sage ja, ich bin dumm. So, P. First, I'll put the letter J over C. Ja, habe ich doch schon. I should be able to decipher the others. P It's ist probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. So. Und das A, wo ist das A? Ja, das T. Und das O. Face. So. Zumindest ergibt es schon mal ein richtiges Wort, ne? Huch, okay, abschließen. Ja, also bin ich doch nicht ganz doof. Und hier find... Ey! Okay, hier finden wir schon... Ein antiker Schlüssel, in welches Schloss er wohl passt. Ja, genau. Rotieren wir den mal. Rotieren. Sehr gut. Cool. So, das haben wir schon mal geklärt. Farbdosen. Wir sollten die Farbe mitnehmen, damit wir das streichen können. Wird Mutti gleich wieder sauer. Ah, vielleicht, aber auch hier. Macht das nicht automatisch? Müsste ich denn per Tab? Nee, ich dachte, kann ich jetzt hier, dass er denn passt.
Naja, gut, aber antik. Das krieg ich jetzt aus, ne? Gut, nicht die Treppen ohne. Oh, was habe ich noch Feines? F, eine E anschauen. Ja, rotieren. Um versteckte Botschaften zu finden. Ich frage mich, ob sie Großmutter oder jemand anderen gehört. Es sind auch hässliche Dinger hier im Presse hier weg. Wenn wir erstmal alles fertig gemacht haben, wird der Scheiß in den Müll geschmissen. Was das denn? Da sind da irgendwie Farben drin. Alter Fernseher? Oh, trage ich so, als wäre es nicht. Lass mich den aus dem Fenster schmeißen. Ich schwöre, ich werde. Ausgeistern. So. Benzinkanister. Keine Fahrt. Oh! Die Treppe runtergefahren. Schwer, was? Achso, den kann ich nur ziehen. Den mal wegschmieden. Nichts. Das ist nur die eine Farbe. Damit wollen wir streichen, ernsthaft? Die Farbe dafür interessiert sich auch nicht mehr. Jetzt sollen wir wahrscheinlich uns auf die Suche nach dem Schloss machen. Los. Das ist wunderschön hier. Nein, nein. Ich ist hier auf. Oh. Okay. Er sieht unglücklich aus. Kopf hoch, mein kleiner Freund. Im Gegensatz zu mir hast du Flügel und kannst jederzeit an einen besseren Ort fliegen. Ja. Hier gibt es keine versteckten Botschaften bei den Vogel hier, ne? Okay. Ja, schmeiß weg. Was war das? Ja, überall diese Kartons. Da würde ich mich mal freuen, wenn ich hier alles durch. Sehr viel hier. Dann das hier wegzuräumen, wird drüber gesprungen. Ist abgestellt. Mimi. Och, was bringt das denn, wenn man nur für die Hälfte des Hauses irgendwie Schlüssel hat? Ich habe noch eine Idee, wofür der Schlüssel sein könnte. War. In den Keller. Der Keller hier. Yep. Ob ich das jetzt gruselig gefunden hätte? Wahrscheinlich, ne? Geht nichts auf, verdammte Kacke. Wo ist die Uschi eigentlich? Die ist hier ins Haus gegangen und dann wurde sie nie wieder gesehen. Okay, nochmal eben ganz kurz. Aber ab und wo ist die dann? Die Farbe wollte er auch nicht mit runternehmen. Wahrscheinlich hat er das dann kurzfristig vergessen mit der Farbe. Aber. Diese eine Farbe, ehrlich, die ist 2000 Jahre alt. Wer will das überhaupt noch verstreichen? Boah, haben wir ja laute Nacht. Damit.
Suchen wir hier echt noch nach Farbe? Hör mal. Ja, irgendwie ist es ja auch Farbe. Was ist denn das? Das. Das sind Essensdosen. Noch einer. Hier für alte Sachen liegen, das ist Wahnsinn. Taschenlampe. Ah. Hä? Das ist doch genau das, was die Uschi will. Farbe, oder nicht? Aber da hat er gar keinen Bock mehr. Guck mal, da ist noch ein Buch drin, ich Holzkopf, ey. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening, almost. Warum liest der denn nicht weiter vor? Kapitel 2. Wir schreiben den 27. September, ja, und unser Herrn aus 1864 ist der Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorene Erinnerung wieder zu gelangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years. Absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Das ist die Figur, die wir oben gesehen haben. He would welcome me at the door. He vanished a decade ago. Und jetzt, so guck mal hier. Leaving a letter. Aber da hat der Engel auch schon keine Beine mehr gehabt. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness, whose source I cannot define. Ich muss meinen Vater einmal verärgert haben und ich erinnere mich, dass er diese Figur einmal nach mir geworfen hat. Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden Maybe davon then I will als realize ich. What happened Alles to my klar. father and what happened to me. Zeiten, wo es noch keinen Strom gab oder wie läuft das, oder wo nicht jeder Strom hatte. Warum ist die Musik denn auf einmal so unheimlich? Bewege die Maus vor oder zurück, um schwere Gegenstände zu bewegen. Was ist das für ein Knopf? Ich kenne diesen Knopf echt nicht.
warte, da ist noch was. Gegenstand, Streichholz lokalisieren, Lampe anzünden, F. Inventar. Nehmen linke. Okay. Eine Aufgabe, ne? Du meinst, das ist sehr sinnvoll, wenn die Kerze genau unter diesem Schrank steht, der umgekippt worden ist. Offensichtlich haben wir hier schon ein bisschen rumrandaliert. Hier wollte jemand abhauen. Okay. Ich weiß nicht, warum mein Vater diese Engel sammelt. Deiner Fetisch oder was? Scheiß Vater. Moment, diese Lampe am Schwanken ist einfach. Das Haus hatte damals schon Risse gehabt. Gewitter. Die Türen sind verschlossen. So. Oh, ich hätte es gerne noch mal gelesen. Tagebuch, Streichhölzer, bla bla bla, Notizen. Da. Z lesen. Mein Vater und ich vor seinem Gasthof. Ich war damals 7 Jahre alt. Rotieren, um die versteckte Botschaft zu finden. Nein! Das hatten wir doch vorhin auch auf Dachboden gefunden. Er hat mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden und nicht gerade stehen wollen. Dabei war er es, der nicht stillstehen konnte, wie man hier sieht. Ich habe danach eine ordentliche Tracht Prügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Unser Vater war wahrscheinlich ein richtig guter Papa, ha? So richtig so ein Menschenfreund. Und Kinderliebhaber. Hier ist der Alkohol von unserem Vater. Alles wird kaputt gemacht. Er macht auch die Tür. Hops. Hier können wir nichts mehr. Müssen wir alle Kerzen im Haus entzünden? War das irgendwie wichtig? Dass alle Kerzen sind? Da hinten ist ein Lichtchen, da ist ein Lichtchen. Oh, boah. Bist du bescheuert? What could it be? Ja, das war ich nicht. Ich habe mir fast in die Hose gepisst. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Oh. Fick die Henne. Eka steht in der Küche und lacht mich aus. Hier geht nichts zu. Ich will nicht. Was passiert, wenn wir hier dann kurbeln? Alter. Da ist gar nichts dran. Da können wir kurbeln, bis der Arzt kommt. Thank you.
Ja, ja. Ich denke mal, es hat hier nichts mit zu tun. Wir lassen gerne mal die Türen öffnen. Nein, irgendwie nicht, ne? Mach mal die Scheiße hier. Dass wir eine Kerze hier vergessen haben anzuzünden. Hab ich das Gefühl, irgendwas krabbelt mir am Bein. Eine Fresse. Jemand andersrum, ja. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Verstecken, um die rotierte Botschaft zu finden. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügt, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er den Gasthof auf und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren die guten alten Zeiten. Doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren. Okay. Hey! Nein, meine Lampe! Meine Lampe. Ja, ne? Dieses blubbernde Geräusch andauern, ne? Hallo? Ein Besen. Ja. Gestoken. Das ist bestimmt zu den anderen Flur, ne? Klar. Aber wo nicht hinkommt, weil da der hässliche Schrank im Weg lag. Na, die können wir nicht verschieben, wa? Da ist auch eine Kerze. Ne, das ist keine Kerze, das stinkt hier. Da kommen wir nicht hin. Wo ist denn da oben was umgekippt? Das habe ich überhaupt gar nicht irgendwie realisiert. Ich hatte eigentlich nur geschrien wie so ein kleines Mädchen. Aha. Da ist was vorbeigehuscht. Ah! Bist du bescheuert oder was? Hey, what are you doing here? This is private property. Hey, den werde ich die Hosenbeine langziehen. Devil is he. Where the hell did he go? Hey, you still here? I'd better take a look. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Strange. The light is coming from the inside, but the door's locked? Maybe I can find something to cut through the chain. Da haben wir's doch. Huch. Um die Lampe nachzufüllen, öffne dein Inventar und suche nach der Petroleumflasche. Okay. Oh. Dann? Ja, ja, ist ja gut. Ach so, warte mal. Komme ich nicht runter? Genau, und benutzen. Dankeschön. Knipp. Ja, da war ja noch was. Es ist ein Fass ohne Boden. What the hell is this? Da. Okay. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert.
Der zum Gasthof gerufene, stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt als einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurden aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. Naja, siehst du. Gruesome murder? Here? John Norton. Sounds familiar. That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Ja, was ist mit unserer Lampe? Die haben wir direkt in der Mitte. So, Lampe einfach ausgemacht, oder was? Okay. Oh Gott, bist du bescheuert oder sowas in der Richtung? I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go home. Gibt man auch immer so eine Gänsehaut, wenn man sich... Ja, so richtig... Kann man hier irgendwo speichern dann, oder? Hey! Wer ist das? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you! Ich will das alles nicht. Ach so, okay. Ich versteh's. Ich koche erstmal Kaffee. Hier. Koch selbst. Ja. Hier ist ein Löffel zum Umrühren. Mein Vater war nie gut darin, seine Gefühle zu zeigen. Doch wenn er einmal wirklich unglücklich war, klammerte er sich an diesen kleinen Engel. Und er klammerte. So, ihr Mäuse. Nützt alles nichts. Oh! Alter, dieses Spiel! Ich mach jetzt aus! Da! Jackpot gewesen. Ihr Spacken hier! So, ich gehe jetzt noch nicht in den Keller. Das machen wir in der nächsten Folge. Also, tschüss, Freunde. Scheiße.